und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Far Cry 3. Wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben und gehen jetzt mal raus. Da ist wieder der Waffenshop. Wo müssen wir hin? Dahin. Okay. Ich musste das Spiel bis jetzt wieder bis hierhin erneut spielen, weil ich vergessen habe zu speichern, beziehungsweise das Game nicht gespeichert hat. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Crafting also. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Mach ich. Gut, Jason. So. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Okay. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Takedown? Takedown müsste doch besser sein. Was gibt's denn hier so Tolles? So ist gut, du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Nimm noch eins, sagt er. Alles klar. An der Spinne, was ist das? Sprint Slide. Ja, das ist doch mal was Gutes. Nur, ja, die Granate brauche ich nicht. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau. Ich werde angerufen. Hey, Philippe, wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Alles klar, Digga. Probieren wir jetzt mal aus. Sieht doch schon mal nice aus. So eingestiegen, Bill. Was ist das für ein Außenposten, wo Sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rogue Island findet. Mars-Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Aha. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja. Das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vaas. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln. Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel leben. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Okay. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen. Und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du, war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Das ist Munition, okay. Du kannst dich schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Wir werden uns natürlich anschleichen oder probieren uns anzuschleichen. Erstmal müssen wir wissen, wo überhaupt das Gebiet ist. Lisa, ich komme. So. Wenn wir uns da schon mal angeschlichen haben. Erstmal alles markieren hier. Es sind also drei Leute. Ja.
waren doch ein paar mehr. Die Rakete hat sich da hergeschossen. What the hell? Ohne Sniper ist es noch etwas schwieriger. Lisa, wo bist du? Darkskin. Der AK ist mir da doch schon ein bisschen besser. Pass auf, wo wir hinschießen. So. Erstmal alle hier looten. Rakias hat mir echt eine Hilfe. Nicht. Wo muss ich denn noch hin? Ich hier mal was einzusammeln hier. Da müsste es was geben. Die Musik ist auch echt cool. Komm schon. Nice. Alles wird wieder gut, Lisa! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Keine Lisa da. Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Okay. Sie ist geflohen. Jason! Du bist des Tatao würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Ja, ja, ist ja gut. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Ja, ist ja gut. Du hast dem Stamm imponiert. Aber erst werde ich mal diesen Laptop da ausfinden. Ja, ist ja gut. Kann ich hier bitte mal rein? Danke. Was ist denn das? Fake Memory. Meth Crystal. Lol. Mehr gibt's hier nicht, aber noch ein Gunshot gibt's hier. Equipped und was haben wir denn Neues? Kann man was hier sellen? Meth Crystal, sell. Eigentlich kann ich hier ja alles verkaufen. Ja, bis auf diese Skins kann ich eigentlich alles verkaufen. Geld habe ich jetzt 766. Kann ich mir davon schon eine Sniper kaufen? Nein, kann ich nicht. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Da gibt es doch noch eine Quest. Ja, Quest jetzt mal hier, ne? So. Wo müssen wir denn hin? Boah, hier gibt es aber viel. Das Bambo Pass. Oh, use the shotgun provided at the specified location to exterminate rabid dogs before they kill again. Ne. Was ist das? Pirate is poaching animals near some hot springs. Follow Rakia tradition and kill him with a knife. Nee. Wenn ihr mir jetzt sagen würdet, wohin ich lang muss. Ah, pass auf!
Sag mal, wohin jetzt? Ich soll also unbedingt eine dieser Quests machen. So sieht's zumindest aus. Dann machen wir den Piraten. Nee, doch nicht. Tierquest ist besser. Rabbit Dogs. Guck, wo's da ist lang. Lieber ein Auto nehmen, wo man nicht so viel aus- und einsteigen muss. Kann ich nicht. Toll. Wie muss ich diesen Wagen nehmen? Lol, wir haben sogar ein Radio. Yeah. So, da hin ist er. Ausgestiegen, bitte. Shotgun nehmen. So, und jetzt müssen wir irgendwas killen. Fragt sich nur was. Ins blaue Feld da rein, denke ich mal. Hunde, wo seid ihr? Hallo. Ich höre euch doch. Soll ich töten? Die Problem ist, ich sehe nicht einen von euch.